Ja, herzlich willkommen zu meinem dritten Video. Auf dem Kanal hier geht es um Instabilität der oberen Halswirbelsäule und die damit dramatischen gesundheitlichen Beschränkungen. Das Ziel ist ein Wissensaufbau. Es gibt in Deutschland sehr, sehr wenig Unterlagen und auch sehr, sehr wenig Ärzte, die über das Thema Bescheid wissen. Und im deutschsprachigen Raum keine Videos dazu. Deswegen habe ich mich da entschieden, diesen Kanal zu gründen. Ich bin Patient, ich bin kein Arzt. Ich habe allerdings über viele, viele Arztbesuche jahrelang Erfahrungen gesammelt und versuche jetzt hier eben das Wissen, das ich habe, zu teilen, aber natürlich auch noch vielleicht Ärzte und andere Patienten einzuladen, ihr Wissen hier zu teilen. Das ist mir ein Anliegen. Genau, heute geht es ums Thema CMD. Das ist das Thema, wo ich glaube, wo ich am meisten Wissen hier beitragen kann. Deswegen wird das Video auch sehr, sehr umfangreich werden. Mal schauen, wie lange es dauert. Und ja, wie immer möchte ich verweisen auf unsere Selbsthilfegruppe. Das ist einfach ein Chat in Telegram, wo jetzt schon 100 Leute drin sind. Ich werde das auch verlinken hier unter dem Video, sodass ihr euch da einwählen könnt. Da wird sehr, sehr viel geschrieben. Kann man kaum verfolgen, aber man kann sehr, sehr gut Leute kennenlernen, mit denen man dann noch sich bilateral austauscht. Ja, wie immer möchte ich auch zu euch ermutigen, hier Kommentare abzugeben, euer Wissen zu teilen, denn davon lebt das Video, ne? Dass ihr Input gibt und ich verspreche euch, ich werde versuchen, dass ich alle Kommentare oder Fragen beantworte hier zum Video. Ja, das Ziel ist ein Wissensaufbau. Ja. Gut, dann würde ich jetzt teilen. Ich habe eine Präsentation vorbereitet und genau, so. Jawohl. Also nochmal, um was geht es heute? Heute geht es um die CMD, also eine Kiefergelenkserkrankung. Und warum bringe ich das hier auf den Kanal mit dem Thema obere Halswirbelsäule? Ja, da werden wir insbesondere darauf eingehen. Also sprich, wie hängt die CMD mit einer Instabilität der Kopfgelenke zusammen? Welche Symptome gibt es? Wie entsteht eine CMD? Wie messe ich eine CMD? Auswirkungen des Biss auf die Wirbelsäule. Ich werde das hier beweisen, wie brutal diese Verknüpfung ist zwischen Biss, Wirbelsäule, Hüfte, Beinlängendifferenzen. Welche Schienentherapiemöglichkeiten gibt es? Und ja, aus eigener Erfahrung, ich hatte drei Versuche, persönliche Qualitätskriterien für die Arztsuche. Schaut man hier im Internet nach, dann sieht man hier bei NetDoctor, eine CMD ist eine verbreitete Störung des Kausystems, Erkrankungen im Kiefergelenk, Kaumuskulatur, Zahnkontakt. Und das schränkt es ja doch sehr ein auf den Bereich des Kiefers. Ja, ist denn das so? Ja. Schauen wir uns doch mal die Symptome an einer CMD. Nun, hier sehen wir eine ganze Reihe von Symptomen. Ich habe hier diese mal angekreuzt, die ich schon hatte. Also, gut, Stress hatte schon jeder, Müdigkeit, Schlafstörungen. Ich habe insbesondere Einschlafstörungen, Unruhe, also Angstzustände, die ich habe, hatte und immer wieder habe. Bei mir hängt es mit der Kopfbewegung zusammen. Tinnitus seit der Kindheit. Das deutet auch darauf hin, dass ein Problem schon seit der Kindheit vorliegt. Ich werde darauf später nochmal kommen. Ohrgeräusche, Tinnitus, aber auch, dass ich den Herzschlag höre im Ohr. Hörminderung nach Hörstürzen konnte ich wieder beheben, hatte ich schon im Video gesagt. Eine Ayurveda-Kur hat mir da geholfen, eine Panchakarma-Kur. Dann eben Ohr zu. Das ist dieses Druckgefühl im Ohr, das man hat, das einen fast verrückt macht. Schwindelattacken, also ich bin auch schon ins Krankenhaus abgeholt worden, leider aus der Arbeit. Konnte dort 6 Stunden die Augen nicht öffnen wegen einer Schwindelattacke. Hatte dann auch mehrere noch.
Ja, Nackenschmerzen, Nackensteife, Verspannungen, Kloßgefühl im Hals hatte ich über 1,5 Jahre. Schnarchen ist jetzt in letzter Zeit wieder stärker geworden. Schmerzen im Hinterauge, Sehstörungen, also bei mir ist auch Winkelfehlsichtigkeit festgestellt worden. Ich habe dazu meine Optikerin gesprochen und wir werden im Herbst ein eigenes Video dazu machen. Also die Verbindung zwischen Winkelfehlsichtigkeit und Instabilität der oberen Halswirbelsäule, insbesondere zweiter Halswirbel hier. Zähne knirschen, also Bruximus, Zähne pressen hatte ich, ja. Kiefersperre, ich konnte gut ein halbes Jahr meinen Kiefer nicht schließen. Es war extrem schwierig dann zu essen. Schulterschmerzen, hatte eine Frozen Shoulder, 1,5 Jahre, völlige Unbeweglichkeit der Schulter. Ich habe mich nicht entschieden für eine Operation, aber es ist wieder geworden, habe aber noch leichte Einschränkungen jetzt. Rückenschmerzen. Schaut man dann hier den Körper noch weiter runter an, Beckenschiefstand, Fehlhaltung, Schmerzen in Lendenwirbelsäule und im Hüftgelenk. Ja. Kniebeschwerden hatte ich dann auch noch Beschwerden in der Wade und dann auch Fußschmerzen. Das ist dann bei mir alles der linke Fuß. Ja, wenn man sich diese, Symptome so anschaut, dann sagt man sich, die kommen jetzt alle ein bisschen hier vom Kiefergelenk. Ja, ist es denn so? Und ich habe dazu eine sehr interessante Seite gefunden hier von Zahnarzt TMD München. Ich war da noch nicht, habe mit denen nichts zu tun, aber das ist auch ein Bild, das ich hier von deren Internetseite habe. Dann sieht man, dass hier CMD, also kraniomaniduplere Dysfunktion, schon mit einem Atlas und Axis dargestellt werden. Ja? Nämlich genau das, was wir haben, nämlich eine Instabilität der oberen Halswirbelsäule. Also es gibt hier wohl eine Verbindung. Wie kann denn das sein? Ja? Also ich lese hier mal vor, die Funktion und die Form der Zähne sowie die Kiefergelenksfunktion ist von der Halswirbelsäule nicht zu trennen, Leute. Ja? Eine Schlüsselstellung nehmen dabei die ersten beiden Wirbel, Atlas und Axis, ein. Die filigrane Bauweite des dritten und vierten Halswirbels ist verantwortlich für eine Stressweiterleitung bis zum siebten Halswirbel. Dort treffen denn die Kräfte aufeinander und bei den meisten Leuten zerlegt es den siebten Halswirbel. Die neurologischen Beschwerden kommen aber von Atlas und Axis, ja, und können dann eben die ganze Wirbelsäule bis zum Becken runtergehen. Ja. Also, warum hat denn eine CMD die gleichen Symptome wie eine Instabilität der oberen Halswirbelsäule? Ja, weil die Beschwerden werden durch die gleiche Stelle verursacht, nämlich durch eine Fehlstellung des Atlas und des Axis. Und deswegen muss ich mir, wenn ich eine Instabilität der oberen Halswirbelsäule habe, auch den Kiefer anschauen, ob der Kiefer stimmt. Ja? Weil ansonsten kann ich auch keine Atlas und Axis dauerhaft reparieren. Und jetzt ist die Frage, ja, die Kiefermuskulatur ist doch gar nicht am Atlas und Axis festgemacht. Wie kann denn da eine so enge Verbindung sein? Wie kann das überhaupt funktionieren, anatomisch gesehen? Hier gibt es wohl schon Studien in den USA, die mir nicht vorliegen, aber ich möchte trotzdem mal mutmaßen. Also der Schädel ist ja nicht ein Knochen. Wir haben hier verschiedene Platten, wie auch die Erde. Es gibt es hier praktisch, kann es hier auch zu Plattenspannungen kommen, ja. Und wenn hier ein Muskel anliegt, wie zum Beispiel der Masseter hier, ja, der stärkste Muskel im Körper mit einer Kraft von 140 Kilo zieht und wenn der noch asymmetrisch zieht, ja, kann es hier zu erheblichen Spannungen in diesen Platten kommen. Und wenn ihr zum Osteopathen geht, ja, dann kann der mit der Hand diese Spannungen lösen und diese Platten verschieben. Die sind also nicht fest ineinander verschweißt. Ja. Eine weitere Mutmaßung, die ich habe, ist, ja, ihr seht ja, dass hier ein fasziales Gewebe, das ist hier weiß dargestellt, den Körper wie ein Strumpf umspannt und praktisch von hier bis hier hinten runterzieht, hier in den Bereich hier unten, wo auch, ja, seitliche Ausläufer vom Atlas und vom Axis sind. Ja? Und auch hier Druck entsteht, sodass praktisch hier diese zwei Wirbel in ihrer Lage verschoben gedreht werden können. Und das kann enorme Auswirkungen haben, weil hier geht nämlich unmittelbar, hier unten geht ganz nah, ihr seht es hier, am Atlas und hier am Axis geht der Nervus vagus vorbei, der das komplette vegetative Nervensystem mitsteuert, also mit Herzschlag, Atmung,
Verdauung. Und deswegen bei HRWS-Patienten oder auch eben bei CMD-Patienten kommt der Darm durcheinander, das Immunsystem, ja, sind Bakterien anfälliger, Borreliose sehr häufig der Fall. Aber auch Pilze, Parasiten im Darm sehr häufig der Fall, weil hier eine Schwächung des gesamten Nervensystems passiert. Ja. Und deswegen gibt es eben auch diese neurologischen Probleme. Also wir sehen einen sehr, sehr engen Zusammenhang zwischen dem Kiefer und der oberen Halswirbelsäule. Und die obere Halswirbelsäule steuert wieder den Aufbau der kompletten Wirbelsäule, der Hüfte und des ganzen Körpers. Und das werde ich euch im Video nochmal ganz, ganz klar zu 100% beweisen. Welche Ursachen hat nun eine CMD? Und die Ursachen, die können wirklich vielfältig sein, ja. Ist es irgendwo mal ein Knochenbruch gewesen? Habe ich ein muskuläres Problem hier mal gehabt? Habe ich mich geprellt, gestaucht? Führt es zu einer Schonhaltung? Diese Schonhaltung brennt sich ins Gehirn ein. Sagen wir mal, ergibt eine Hüftschiefstellung. Diese Hüftschiefstellung, die zieht sich die Wirbelsäule hoch und verändert den Biss. Ist der Biss dauerhaft verändert? Passen sich die Zähne an. Also wenn ich den Kopf nach rechts tue und mache den Mund zu, ganz langsam, trifft die rechte Seite früher auf. Wenn ich den Kopf immer schief halte, wie ich das über Jahrzehnte gemacht habe, passen sich die Zähne auf der linken Seite an und wachsen, stellen sich auf, werden steiler und suchen den Kontakt. Zähne suchen den Kontakt. So, selbst wenn ich jetzt das Problem am Oberschenkel löse, wird es nicht auf Dauer sein, weil der Kiefer die ganze Struktur nach unten immer wieder in die falsche Position drückt. Das heißt, ich brauche eine CMD-Behandlung mit einer Schienentherapie, um das Problem nachhaltig zu lösen. Es gibt natürlich auch Ursachen im Kiefer selbst, ne? Zahnblomben, Zahnkronen. Das heißt, hier gibt es Verschiebungen der Höhe, die dann eben den ganzen Körper nach unten verschieben. Zahnlücken, Abnutzung der Zähne durch Knirschen, Kieferpferde, also Entzündungen im Zahnbereich führen auch zu einer Veränderung des Muskelgewebes. Auch das werde ich euch nachher nochmal eindrücklich beweisen. Normaler Aufbiss des Gebisses, also kein normaler Aufbiss des Gebisses, einfach von Geburt an Überbiss, Kreuzbiss, offener Biss, sowas gibt es auch. Oder Knorpelabnützungen im Gelenk, also auch der Meniskus verschiebt sich, wird abgenützt und so auch hier die Knorpel im Kiefergelenk. Und das kann natürlich zu einer Fehlstellung des Kiefers führen. Ja, hier wird noch Stress aufgeführt. Also mein Sohn, der knirscht nachts öfter, ist 6 Jahre, weil wenn er irgendwas erlebt hat am Tag, dann knirscht er nachts, um sich zu entspannen. Und auch wenn man Trauma hat, zeigt man eher zum Knirschen. Und dieses Knirschen kann natürlich die Zähne abnützen einseitig. Diese Abnützung der Zähne noch einmal, die ist ganz, ganz brutal. Also mein Urologe hat mir berichtet, der kennt eine Studie aus Japan, wo man Hunden einseitig die Zähne abgeschliffen hat. Ja. Und die Hunde haben alle nach 6 Wochen komplettes Fell verloren und sind alle gestorben. Also ein nicht passender Kiefer, der hat eine exorbitante Auswirkung auf den Körper und es ist komplett unterschätzt. Ja. Genau, ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, Unfälle, also Knochenbänderriss und so weiter. Und ich habe es jetzt hier rot gemacht, weil wir sind ja hier auf dem Kanal Halswirbel. Instabilität. Natürlich kann auch eine Instabilität der oberen Halswirbelsäule eine CMD verursachen. Ja, wenn ich eben Reitunfall habe. Also bei uns in der Selbsthilfegruppe wir haben viele Reitunfälle, Autounfälle, aber auch falsche Chirotherapie. Also es sind Leute, die sind nach falscher Chirotherapie voll abgekackt und kommen nicht mehr auf die Beine seit Jahren. Ja, Kinder, die Trampolinunfälle hatten, Kopfvorhaltung durch falsches Sitzen. Und ja, ich möchte es hier nochmal erwähnen, auch das habe ich gemerkt, dass viele immer noch auf dem Bauch schlafen, obwohl sie diese Probleme haben. Das geht gar nicht. Also schlafen auf dem Bauch bei Kieferproblemen oder bei Problemen in der oberen Halswirbelsäule ist zu vermeiden, weil es hier zu einem weiteren Ausleiern der Bänder kommt durch das extreme Verdrehen des Kopfes. Wie macht sich das jetzt bemerkbar? Nun, bei mir ist es nicht so dramatisch. Also wir sehen hier keine Auffälligkeiten auf den Bildern. Das schaut alles symmetrisch aus, zumindest. Es
Es kann aber auch sein, dass hier irgendwie auf einmal der Mund schief ist. Ja? Solltet ihr mal darauf achten, ob bei euch der Mund schief ist oder wenn ihr den Mund öffnet, ob der da schief ist. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall hier. Genau, aber was bei mir der Fall ist, und das zeige ich euch im folgenden Bild, ist hier, wenn man sich den Körper anschaut, ja, was sieht man hier? Was sieht man hier? Also was auffällt, ist, der Kopf geht hier nach rechts, die Schulter ist leicht, die rechte Schulter ist leicht höher. Wir sehen hier eine Neigung des Körpers nach links, um das auszugleichen. Und wir haben hier eine leichte Hüftschiefstellung. Dieses Bein ist länger. Das versucht der Körper auszugleichen, indem dass er die Hüfte hier nach links schiebt. Das heißt, die Hüfte geht raus. Und ja, das gesamte Gewicht ist auf dem linken Fuß. Das komplette Gewicht ist auf dem linken Fuß. So, also diese Haltung habe ich schon sehr lange. Ich werde es gleich nochmal in den Bildern euch zeigen. Von hinten sieht man, der Kopf ist ein bisschen zu weit vorne, ist jetzt nicht dramatisch. Und hier in dem Bereich sehen wir doch einen starken Rundrücken. Also was ich mit deiner CMD korrigiert habe, ist praktisch die Körperhaltung, dass die symmetrisch ist. Den Rundrücken, ja, den habe ich mit sensomotorischer Körpertherapie nach Dr. Pohl ganz gut in den Griff bekommen. Und da ist mir auch schon ein Interview zugesagt worden, weil ich möchte die Methode nämlich vorstellen, weil ich sie für sehr, sehr effizient hatte. Ich hatte vorher gut 300 Doppelstunden Physiotherapie, Osteopathie. Und also da finde ich die sensomotorische Körpertherapie da doch hat sehr, sehr, sehr gute Stärken. Ja, möchte ich nochmal vorstellen. Gut, also wie ist es jetzt dazu gekommen? Und auch hier habe ich die Bitte, ja, schaut euch mal Bilder aus der Kindheit an oder aus der Jugend. Ich habe das auch gemacht. Und ja, was stellt man fest? Also ich gehe jetzt mal von rechts nach links. Das ist jetzt 2007. Und ja, es fällt natürlich sofort, oder eigentlich, es ist eigentlich Wahnsinn, weil meiner Mutter ist es nie aufgefallen, dass ich einen schiefen Kopf habe. Ich habe das nie hat mir das irgendjemand gesagt. Ich bin völlig vom Stuhl gefallen, als ich die Bilder hier das erste Mal systematisch analysiert habe. Wir sehen hier eine relativ gerade Schulterpartie, aber der Kopf komplett schief. Wie entsteht das? Ich stehe im Moment hier auf dem rechten Fuß. Wir sehen das, die rechte Hand ist tiefer als die linke, ja, und dadurch ist die Schulterpartie relativ gerade und der Kopf geht voll nach rechts. Hier ist es anders, hier geht der Kopf relativ gerade, ist aber trotzdem schief, weil die Schulter komplett schief ist und es liegt daran, weil ich auf dem linken Fuß mit dem Gewicht stehe, dadurch die linke Schulter tiefer ist, ja, und ich wieder diese Krümmung hier drin habe, die ich so gern drin habe, ja. Und wenn man jetzt noch weiter in die Vergangenheit geht, ja, 1994, also das ist jetzt hier ein Bild, wo ich sage, naja, ganz klar, ne, da versucht man gerade zu stehen. Also es ist eine Aufnahme mit meinem Vater, da war ich in der Wehrpflicht und hier stehe ich wirklich auch relativ gerade hier von der Schulter, auch hier unten, Entschuldigung, ist mir irgendwie jetzt irgendwie hier passiert. Also ich stehe hier relativ gerade, ja, und der Kopf geht wieder voll ab, hier in dem Fall nach rechts von mir aus gesehen. Und ja, wenn ich die Bilder davor anschaue, das ist jetzt hier wirklich ein spezielles Bild, das ist wirklich sehenswert, dann ist das eigentlich relativ gerade, 1992. Jetzt ist die Frage, ja, ist hier drin irgendwas passiert? Hatte ich hier einen Unfall? Was ist hier passiert? Ja, und ich habe mir das mal genauer angeschaut. Ich habe hier mal eine Aufzeichnung gemacht von all dem, was mir so passiert ist und habe versucht auszuschließen. Also, wir hatten 2002 einen Bänderriss, das war eine Injury. Ich musste auch einen Injury Recall machen, aber das ist zu spät. Also ich kann ich nicht aus Ursache sehen. Knieschmerzen 1985, Fußball. Glaube ich auch nicht. Ich hatte da keine Verletzung. Was es sein könnte durchaus, ist ein Leistenbruch. 1980 ist der operiert worden.
Und wir haben auch festgestellt, dass die Narbe stört, auch kinesiologisch getestet. Und gerade der Leistenbruch, der sorgt dafür, dass sich die Niere beim Gehen nicht frei bewegen kann. Die bewegt sich beim Gehen. Und es kann durchaus zu Beeinträchtigung der Statik führen. Ich habe es aber kleiner gemacht. Ja. Bauchnabel war auch eine Injury. Also es ist ja auch eine Narbe, der Bauchnabel. Glaube ich aber auch weniger. Ich vermute hier oben einen Fahrradunfall 1980. Da bin ich nämlich aufs Kinn geprallt. Ich habe hier immer noch eine Narbe. Auch ein Teil vom Kinn abgeblätzt. Und wir haben kinesiologisch getestet eine Verbindung zwischen dem Kinn und dem Nacken. Eine Injury mit Verbindung. Und ich habe da jetzt auch letztes Jahr einen Injury Recall gemacht. Ja? Also das heißt, die Nerven sind wieder resettet worden. Aber ja klar, wenn natürlich eine Schädigung der Sehnen da ist, der Bänder, dann kann man die natürlich auch mit dem Injury Recall nicht wegzaubern. Ja. Es gibt weitere Möglichkeiten, wie es bei mir passiert ist. Also Geburt, ne, also wenn bei der Geburt eine besonders schwere Geburt entsteht, also da ist ja unheimlicher Druck am Kopf und wenn der Kopf dann irgendwie schief durch den Geburtskanal geht, gibt es also viele Kinder, die dort schon eine Verstellung des Atlas-Axis erfahren, was das ganze Leben lang, das ganze Leben lang zu Problemen führt. Und die Probleme werden immer, immer stärker. Ich hatte eine Zahnspange in der Kindheit, auch mit Kiefererweiterung. Zahnspangen sind ganz, ganz schwierig, weil natürlich die Ärzte nicht den Biss sich anschauen. Die können sie auch nicht prüfen, weil viele die Ausbildung nicht haben. Meine Frau hat sich jetzt von dem Invisalign für 5.000 Euro hier die Zähne richten lassen. Die Konsequenz war, sie hat jetzt eine CND, der Biss passt nicht mehr, aber die Zähne schauen schön aus. By the way, halten aber auch nicht, sie verschieben sich schon wieder. Ja. Zahnfüllungen, Fußball, also Kopfbälle habe ich gespielt. Also wenn ihr mich fragt, es gab hier verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben und die sich einfach addieren. Ich denke, der Fahrradunfall war ganz entscheidend, die Zahnspange war ganz entscheidend und die Kopfschiefhaltung. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, was ist hier passiert zwischen 1992 und 1994? Ja, da war ich 2 Jahre sehr stark in der Schule. Ich habe die Fachoberschule verkürzt auf 1 Jahr und habe auch die Lehre im gleichen Zeitraum um 1,5 Jahre verkürzt und war sehr, sehr viel gesessen. Und ich glaube, dass ich in dem Moment, wo ich so viel gesessen habe am Schreibtisch mit nicht optimalen Stuhl, nicht optimalen Schreibtisch, mit der Vorschädigung, die ich hatte, dann einfach die Sache nicht mehr habe kompensieren können. Ja. Gut, das zu wissen hilft nichts für die Heilung, aber für mich war es wichtig, das nochmal aufzuarbeiten, wie lange ich das habe, weil das natürlich auch, wenn ich jetzt weiß, ich habe das schon mein Leben lang, ja, vielleicht 40 Jahre, also ja, dann weiß ich, dass die Heilung nicht innerhalb von einem Jahr passieren kann. Ja. Okay. Ja, was ich euch jetzt mal vorstellen möchte, ist, ich möchte euch was an die Hand geben, wo ihr mal selber testen könnt, ja, ob ihr Probleme im Kiefer habt. Ja. Und das mit einer kinesiologischen Testung. Und jetzt, wenn ihr mit Kinesiologie noch nichts zu tun habt, ja, also das ist jetzt hier meine Frau, die wird euch das zeigen, die ist Ärztin, die hat ihren Doktortitel in Stammzellenforschung gemacht, hat 2 Facharzttitel, Allgemeinmedizin und Arbeitsmedizin. Und ja, Zusatzausbildung noch Naturheilverfahren. Und durch meine Krankheit, bei der sie mich bei sehr, sehr vielen Ärzten begleitet hat, ja, unterschiedlichen Ärzten, hat sie sehr starkes Interesse an der Applied Kinesiologie gewonnen und hat sich entschieden, jetzt die 2 Jahre sich völlig darauf zu fokussieren, macht also sehr, sehr, sehr tief, intensiv Weiterbildungen, macht sich jetzt selbstständig. Warum erzähle ich euch das? Jemand, der so einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, ja, der wird ja nicht sagen, oh, jetzt mache ich mal Applied Kinesiologie, weil das hört sich gut an. Ja, sie gibt ja ihre Tätigkeit in der Arbeitsmedizin quasi fast völlig auf. Das ist ganz stark runtergefahren, weil sie sagt, der Impact, den sie mit Applied Kinesiologie erreichen kann und die Leute, die sie unterstützen kann in der Heilung, ja, das ist nicht vergleichbar mit irgendwie, ja, auch wichtig, ein Atemtest vom Feuerwehrmann. Auch wichtig. Aber also, was ich einfach rüberbringen wollte, ist, das ist was mit Substanz und in Österreich
wird es auch zum Teil von den Krankenkassen bezahlt. Okay, so, dann würde ich jetzt mal auf die Videos springen. Und genau, einiges dazu erklären. So, das bin ich. Genau, so, und das ist die Doris. So, wir testen jetzt zuerst, ob der Muskel testbar ist, ob wir den Muskel einsetzen können, um den Kiefer zu testen. Ja? Dazu legt meine Frau jetzt die Hand an den Oberschenkel und drückt den Oberschenkel nach unten und ich versuche, gegen ihre Kraft zu drücken. Und sie gibt schon ein bisschen Kraft drauf. Ja? Und im ersten Moment sollte ich Kraft haben. Wenn ich da schon keine Kraft habe, dann ist schon mal ein grundlegendes Problem. Aber in dem Fall habe ich auch die Kraft. Sie drückt jetzt. Achtung. Drück, 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 drück. Okay, das war's. Und jetzt sucht sie was am Arm. Das zeige ich euch gleich noch einmal ganz genau. Den sogenannten Sedierpunkt. Sie schwächt jetzt genau diesen Oberschenkel. Und dann sollte Folgendes passieren. Nee, sollte Folgendes nicht passieren. In dem Fall sollte der Muskel schwach werden. Bei mir tut er das aber nicht. Er bleibt stark. So, das haben wir gerade vorher gedacht. Ja, was ist jetzt hier passiert? Ich habe am Vorabend, mich vielleicht wahrscheinlich daneben benommen. Was sie mir jetzt gibt, ist einfach ein Pulver, Basenpulver. Ja. Also ich habe einen zu starken Säurehaushalt gehabt im Körper. Jetzt gibt sie mir das Basenpulver. Es ist echt strange, aber ich kriege das nur in die Hand und ich habe eine Veränderung. Und man kann praktisch so auch testen, ob ein Medikament passt. Und so, sowohl homöopathische Medikamente als auch schulmedizinische Medikamente kann man ihrer Wirksamkeit testen. Ja, okay, machen wir also weiter. Ich nehme das nur in die Hand und jetzt macht sie den gleichen Test. Sediert mich wieder. Und drückt wieder. Und jetzt zack. Ja, also es ist nicht gespielt, Leute. Ihr müsst es selber ausprobieren. Es ist nicht gespielt. So, also jetzt bin ich testbar. Wenn euch das passiert mit zweimal stark, probiert 3 Stunden später nochmal den Test. Wenn nicht, nochmal einen Tag später den Test. Wenn das nach 3 Tagen immer noch der Fall ist, ja, dann liegt ein Problem vor bei euch im Körper. Jetzt könnte man rein theoretisch auch noch einen anderen Muskel verwenden. Du kannst jeden x-beliebigen Muskel verwenden. Ich kann euch das jetzt nur nicht hier im Video zeigen. Aber prinzipiell habt ihr jetzt ein Problem hier und das ist eigentlich der Muskel vom Dünndarm. Also es könnte jetzt dann ein Problem im Dünndarm sein. Ja. Genau, wie auch immer. Also ich bin jetzt testbar. Ich muss jetzt aber praktisch bei dieser Testung diese Tablette immer in der Hand halten. So, jetzt testen wir den Kiefer. Ihr würdet jetzt beim ersten Test einfach nur den Kiefer ganz fest zusammenbeißen. Auf den Zähnen, so fest ihr könnt, zusammenbeißen. So, ja, und dabei den Test machen. Und in dem Fall lange ich jetzt aber einfach nur bei mir die Kiefergelenke an. Und wir testen jetzt praktisch bei mir, ob die Kiefergelenke in Ordnung sind. Das könnt ihr auch machen. Und bei mir sind die Kiefergelenke in Ordnung, habt ihr gesehen. Ja. Ihr könnt also praktisch diesen Biss-Test machen, wo ihr zubeißt. Ihr könnt die rechte Seite testen, die linke Seite testen am Kiefergelenk. Bei mir war die rechte Seite des Kiefergelenks stark eingeschränkt durch die CMD. Du kannst also auch die Seite dann feststellen. Aber das Wichtige ist dieser Biss-Test. So, also, okay. Also haben wir jetzt festgestellt. Ne? Und was ich euch jetzt simulieren möchte, ist, ich werde jetzt praktisch meinen Biss falsch machen, weil ich habe jetzt die Schiene im Mund, das ist jetzt richtig. Ich nehme jetzt einfach ein Papier in den Mund, auf die rechte Seite, glaube ich, genau, und beiß da ganz fest drauf. Und wenn ihr eine CMD habt, nicht, wenn ihr einen falschen Biss habt, dann passiert nämlich das, ihr knickt sofort weg. Seht ihr das? Ich habe keine Kraft, zack. Die Doris macht das mit ganz, 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 ganz einfach. Auch wenn ich jetzt die Kiefer, die Gelenke anlage, knacke ich weg. Ja? Also das würde bei euch passieren, wenn ihr irgendein Problem habt mit dem Biss. Das ist eine Indikation für eine CMD, muss aber noch nicht sein. Es kann auch sein, dass irgendwas an der Wirbelsäule nicht passt, dass bestimmte Wirbel blockiert sind. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt erst die Wirbelsäule checken, sind alle Wirbel sauber und dann kann man das erst testen.
Aber für eine erste Indikation für euch zu Hause finde ich das einfach machbar. Ihr braucht einen Partner und das war's. Und dann habt ihr eine erste Indikation, ob ihr da weitersuchen könnt. Ja? Genau. So, jetzt lege ich das weg. Was wollte ich jetzt noch zeigen hier? Genau, und jetzt wieder normal. Ich beiße wieder fest zu und Achtung, schwuppdiwupp, nach dem Sedieren bin ich wieder schwach. Alles gut. Okay? Gut, jetzt zeige ich euch mal die Sedierpunkte. Und zwar ist das hier zwischen Ellenbogen und dem kleinen Knochenvorsatz, dem Mäuschen, auf der Innenseite vom Arm. In dem Fall natürlich, wenn ihr den rechten Fuß verwendet, müsst ihr auch den rechten Arm nehmen. Ja, ich zeige das nochmal von einer anderen Perspektive aus. Ich nehme das nochmal hier aufgenommen, hier rein und dann hin und her rubbeln. Ja, bisschen Druck drauf geben, bisschen hin und her rubbeln, das reicht. Ja. Okay, das ist das Sedieren, das müsst ihr praktisch machen, um dann zu testen, ob tatsächlich danach die Schwächung ist. Wenn nach dem Sedieren ihr trotzdem stark bleibt, habt ihr trotzdem genauso ein Problem. Jo, jetzt will ich euch noch ein bisschen was zeigen, wie man die Hüfte misst. Dazu haben wir dieses Video aufgenommen. Ganz einfache Messung, ob die Hüfte gerade ist. Wenn ihr eine CMD habt, also wenn der Kiefer nicht passt, dann ist sicherlich auch eine funktionale Beinlängendifferenz da. Also ich gehe hier, spule nochmal kurz zurück, war jetzt zu langsam im Reden. Ihr seht, ich gehe hoch mit dem Oberkörper, ohne dass ich mich festhalte. Ich muss mit der Bauchmuskulatur hoch und meine Frau zieht dabei die Beine, hebt die ein bisschen an in die Luft, ja, und zieht ganz leicht an und schwupp. Ja. Vorher richtet sie die Daumen aus, dass die praktisch parallel sind. Ja, genau, und schwupp. Ja. In dem Fall passt die Beinlänge, weil klar, habe ja die Schiene im Mund und die ist gut eingestellt. Jetzt mache ich wieder eine CMD. Und jetzt, das sieht man jetzt nicht, ihr werdet es dann gleich später sehen, jetzt wird der rechte Fuß länger. So, und jetzt, also jetzt haben wir praktisch den Kiefer gemessen, jetzt mache ich den Mund auf. Ich messe jetzt hier was ganz anderes, nämlich den Rachen. Ich werde dazu nachher noch einmal euch das genau erklären, was wir hier gemessen haben. Okay. So, ich messe hier keinen Kiefer, sondern den Rachen. So, jetzt zeige ich euch mal, was da unten passiert bei der Beinlänge. Das sind jetzt aus einer anderen Perspektive die drei Messungen. Die macht jetzt praktisch, dass die Daumen gleich sind, die Füße. Ja. Und jetzt zieht sie an, also ich gehe hoch. Okay, das war das erste, wo ich die Schiene im Mund hatte. Jetzt kommt das Papier im Mund. Und sie zieht wieder an und jetzt ist der rechte Fuß länger. Achtung. Zack. Ja. Wenn ihr eine Beinlängendifferenz habt, ja, könnt ihr das mit dem Papier auch locker mal ausprobieren, weil ihr werdet sehen, wie das Papier im Mund unten gleich 1 cm Beinlänge ausmacht. Ja. Und das passiert, indem dass der Kiefer den Atlas Axis verstellt. Der Atlas Axis verstellt die ganze Wirbelsäule bis runter, die Hüfte wird schief. Und dadurch entsteht die funktionale Beinlängendifferenz. Und jetzt kommt eben die Messung, wo der Mund auf ist. Und hier muss ich nichts spielen, weil das Thema hier ist, ich habe ein tatsächliches Problem. Und zwar, ich mache den Mund auf und der linke Fuß wird länger. Ja, das wird im Moment behandelt. Ich bin da bei einer Ausbilderin von meiner Frau. Ich werde es danach gleich sagen. Meine Frau spritzt mich regelmäßig in die Region des Rachens. Was ich euch noch zeigen möchte, passt jetzt nicht ganz rein hier in das Video mit CMD, aber natürlich mit dem Thema Atlas Axis wollte ich die Gelegenheit nutzen. Ihr könnt auch testen, ob der Kopf richtig auf dem Atlas sitzt. Und das sind diese diese Messungen hier. Also, ich tue den Kopf ganz nach vorne. Jetzt machen wir die kinesiologische Testung mit Test, Sedierung, Gegentest. Hinten Test, Sedierung, Gegentest. Ja, dann Kopf ganz leicht anheben und ganz leicht nach vorne. Messen. Wieder Normalstellung. Ganz nach hinten messen. Das ist ein Thema, wo meine Frau regelmäßig bei mir feststellt, dass ich ein Problem habe. Klar, Instabilität obere Halswirbelsäule, was wir korrigieren müssen. Also hier kann man ganz leicht messen,
fast, der Schädel sitzt dir richtig auf Atlas Axis. Gell? Also in dem Fall sitzt der Schädel auf dem Atlas, Entschuldigung, es ist nicht die Messung zwischen Atlas und Axis. Aber kann man auch ganz leicht testen und das wollte ich jetzt hier einfach mal, ja, wollte ich hier einfach nochmal mit einbringen. Okay, das soweit als Exkurs. Ja, ich habe die Bitte, ja, probiert es, ja, und schreibt mir eure Kommentare. Funktioniert die Messung? Habt ihr Probleme? Ich, wie gesagt, dieses Forum hier lebt von der Diskussion und nicht nur vom Video anschauen und vom Austausch. Ja. Okay, gut. Ja, wie kann man jetzt das Thema beheben? Und da hatte ich zwei Arztfehlversuche, ja, weil es ist sehr, sehr schwierig, einen passenden CMD-Spezialisten zu finden. Spezialist 1 hatte die Vorgehensweise, er hat den Biss genommen, also einfach einen Gipsabdruck, ohne vorherige Lösung der Blockaden der Wirbelsäule. Er hat zwar osteopathische Behandlungen verschrieben, 12 Stück, aber es gab nach der osteopathischen Behandlung keine Überprüfung des Biss und keine Anpassung des Biss. Der Effekt war keiner. Weder Nacken, noch Haltung, noch Schmerzen haben sich in irgendeiner Weise verbessert. Es war rausgeschmissenes Geld und jeder Versuch kostet viel, viel Geld. CMD-Spezialist 2 macht eine Entnahme des Bisses nach Entspannung der Nackenmuskulatur, in dem Fall mit einem TENS-Gerät, mit Reizstrom. Keine Lösung der Blockaden unmittelbar vor der Bissnahme. Und das Ergebnis war, ich hatte bei jedem Besuch einen anderen Biss. Bei jedem Besuch musste die Schiene anders geschliffen werden. Ich bin nicht in einem stabilen Biss gekommen und ich hatte eine kleine Verbesserung der Nackenschmerzen, aber keine Verbesserung der Haltung. Ja, genau. Gut. Wie schaut es aus mit Versuch 3? Hier seht ihr dann schon das Ergebnis. Also ich sage mal, ein sehr, sehr symmetrischer Körper. Ja, steht jetzt da eine Unterhose da, aber ich habe damals das Foto so gemacht, gell, und man sieht es gut. Sehr, sehr symmetrisch. Wichtig ist, ihr müsst wenn ihr euer Foto macht, direkt von vorne machen. Ihr dürft ihr müsst wirklich frontal von vorne mittig fotografieren. Aber wie war die Vorgehensweise? Chiropraktische Einstellung des gesamten Körpers, inklusive der Kopfgelenke. Also viele Osteopathen fühlen zwar alle Wirbel, aber eine Verstellung der Kopfgelenke fühlen leider nicht alle Osteopathen. Dann werden hier im Nackenbereich Akupunkturnadeln gesetzt. Diese Akupunkturnadeln werden mit Gleichstrom angeschlossen, sodass es hier eine zusätzliche Reizung der Akupunkturpunkte gibt in Richtung einer Entspannung der Muskulatur. Dann Injektion in die Halswirbelsäule mit Betäubungsmittel zur Muskelentspannung, zum Beispiel Traumel und andere Medikamenten. Also nicht quatteln, also kein oberflächliches Stechen, sondern wirklich 2 Zentimeter rein. So, dann Vermessung der Beinlänge, so wie ich sie euch gezeigt habe. Höhenausgleich der Beinlänge durch Einlagen in den Kiefer. Also die haben dann, die benutzen natürlich nicht Papier, sondern haben dann spezielle Schichtdicken, wo sie dann prüfen, okay, wann ist dann das Bein gleich lang. Wenn das der Fall ist, eben nochmal Messung der Beinlänge, wenn die gleich ist, dann Testung mit Applied Kinesiologie. Die Testung kennt ihr jetzt auch. Ihr beißt einfach ganz fest zusammen und der Arzt, in dem Fall der Orthopäde, prüft, ob die Kraft im Oberschenkel ist. Die nehmen genau den gleichen Muskel, den ich euch gezeigt habe. Ist dies der Fall, schreibt er genau die Höhe auf, die er gemessen hat. Das geht direkt zum Zahnarzt. Der ist im gleichen Gebäude. Ich fahre mit dem Aufzug runter, werde vorher nochmal stabilisiert, dass nichts passieren kann an der Wirbelsäule. Und dort wird dann direkt der Biss genommen. Ja? Und bei jeder Behandlung wird diese Prozedur fortgeführt. Jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, gehe ich vorher zum Orthopäden und diese Vorgehensweise wird genauso durchgeführt, damit es zu einer Geradstellung des Körpers kommt. Ich hatte zweimal eine Veränderung der Höhe der Schiene, nämlich bei der ersten Behandlung. Das waren 200 μ, also 200 Tausendstel Millimeter. Das hat 2 Zentimeter Beinlängendifferenz vom rechten Fuß ausgeglichen.
Das war eine extreme Umstellung. Ich hatte extreme Schmerzen am ganzen Körper, weil es natürlich 2 Zentimeter, wenn du da rausnimmst, hey, da passiert richtig was am Körper. Ja. Und dann, ja, ich glaube, das war dann vielleicht nach 2, 3 Monaten nochmal eine Veränderung um 50 µ, was dann nochmal 1,5 Zentimeter rausgenommen hat. Also das ist praktisch so, das Bein war länger. Wir hatten es gerade gerichtet. Nach 1,5 Monaten war es wieder länger. Dann hat man es nochmal gerade gerichtet. Und danach 1,5 Jahre jetzt, oder jetzt fast, ja, 1,5 Jahre, keine Veränderung des Bisses mehr. Also, und entsprechend Veränderung der Haltung, auch inklusive Schiefstellung des Kopfes, die hat ein bisschen länger gedauert, wie jetzt die Hüfte. Ja, und ich kann euch jetzt nur ermutigen, macht so ein Foto. Und macht euch die Linien, ja. Also was immer gut ist, ist hier die Schulter, mal durch die Augen, mal die Körpermitte. Das ist jetzt 1 Jahr vorher. Da seht ihr, da stehe ich noch schief da, da geht der Kopf noch so schief raus. Ne? Ihr seht auch, hier geht es noch so rüber. Das heißt, wenn ich hier die Linie runter mache und hier die Linie runter mache, ja, hier schneidet es mir praktisch diesen Bereich der Hüfte ab. Hier ist gar nichts zu sehen. Also der Körper steht hier schief. Ne? Macht es mal, schaut euch mal an. Und analysiert euch mal. Eine Hüftschiefstellung ist nicht normal. Ich war beim Orthopäden, beim normalen, also einem Orthopäden, und der hat mir gesagt, also Hüftschiefstellungen behandeln da gar nicht mehr, weil da gewöhnt sich der Körper dran. Ne? Der Körper gewöhnt sich nicht an Schiefstellungen. Es gibt Abnutzungen und es führt zu Schmerzen. Genau. So, jetzt beweise ich euch, ja, wie brutal intensiv die Verknüpfung zwischen Kiefer und der Wirbelsäule ist. Und zwar über die 3D-Wirbelsäulenvermessung, die bei mir gemacht worden ist. Und das Ganze sieht eben so aus, dass hier ein Gerät steht. Das ist hier. Da sind einfach Kameras drauf. Ja. Und die scannen dich hier, wird der Raum abgedeckt und scannen deinen Rücken. Hier steht man praktisch auch einfach auf so einem Ständer. Ich stand auf einem Laufband, weil man dann auch in der Bewegung die Wirbelsäule sich anschauen kann. Und dann entsteht eben hier ein 3D-Modell auf dem Computer. So. Also, so hat das Bild ausgeschaut und das ist jetzt das Bild ohne Schiene. Also ich habe hier die Schiene nicht im Mund. Ja. Und ja gut, was sehen wir hier? Wir sehen hier doch eine sehr starke Verdrehung. Das ist hier die Oberflächenrotation. Der Wirbel, insbesondere im oberen Bereich, das wäre also hier dieser Bereich. Wir sehen auch eine Krümmung der Wirbelsäule. Hier sieht man also, wenn ich die Schiene rausnehme, dann bin ich immer noch in dieser Haltung drin, wie ich sie vorher war, wo dann der Kopf so nach rechts rausgeht und der Oberkörper sich verbiegt. Und obwohl ich jetzt, wenn ich die Schiene rausnehme, eigentlich gerade stehe. Da kann man sich nur vorstellen, wie krumm diese Wirbelsäule war, als ich wirklich krumm war. Weil wenn ich, also hier habe ich die Schiene rausgenommen und ich stehe gerade da. Also man sieht da nichts, gell? Und trotzdem ist die Wirbelsäule so schief. Das hier ist eine Lot, das ist das Lot hier. Ein Lot ist halt gemessen vom 7. Halswirbel aus hier. Ja? Also da sieht man eben diese Krümmung. Das Lot sehen wir hier rechts. Ja? Wenn ich jetzt die Schiene, wenn ich jetzt noch beiße, ja, wären einfach die Werte hier oben, die wären noch schlechter. Hier sieht man die Lotabweichung, die wird von 18 auf 24. Ja, das wird noch schlechter. Ja, von daher ist der Biss natürlich ohne Schiene noch stärkerer, wenn ich zubeiße, noch ein stärkerer Reiz für die Wirbelsäule. Hier sieht man jetzt, ja, ich muss euch das zeigen. Warte, jetzt habe ich einen Stift, ich wollte den Textmarker. Hier sieht man jetzt die Schiene. Also was sieht man? Ja, also es macht doch schon einen ganz anderen Eindruck. Ich bin hier
auf die andere Seite verdreht. Ich war ja vorher hier üben, jetzt bin ich hier und hier ist es doch fast gerade. Ja. Ich sehe hier auch, dass es fast gerade ist. Das Lot ist jetzt auf der anderen Seite. Und ja, ich habe die zwei Bilder mal gegenübergestellt. Wir sehen auch hier Verbesserung in den Werten. Also wir sehen hier nochmal die zwei Wirbelsäulen. Ich muss das jetzt nochmal sagen, gell? Diese Anpassung der Wirbelsäule passiert innerhalb von einer Sekunde. Ich nehme die Schiene in den Mund, mache einmal Zahnkontakt und die Wirbelsäule ist auch ohne Zahnkontakt danach dauerhaft in dieser Position. Das ist unglaublich, aber es ist so. Also wir sehen jetzt hier praktisch, dass das Lot hier auf dieser Seite ist, ja, und hier verschwindet das Lot auf diese Seite mit Schiene. Ja. Und die Wirbelsäule hat hier also wesentlich bessere Werte und wir haben ja auch kinesiologisch getestet, dass diese Wirbelsäule, wie sie auf der rechten Seite ist, mich stark macht. Jetzt hat der Arzt noch getestet, naja, ich habe ja hier diese Lotverschiebung noch, können wir die noch ausgleichen, indem dass ich auf der rechten, auf der linken Seite noch 3 mm eine Einlage unter den Schuh setze. Ja. Und hier sehen wir, dass die Werte noch besser werden. Also wir haben hier praktisch keine Lotabweichung mehr. Sehr gerade Wirbelsäule. Also optisch schaut es super aus. Und wenn ich die zwei Wirbelsäulen dann auch nochmal vergleiche, und zwar hier habe ich das mit Schiene und Schiene und Unterlage unterm linken Fuß, dann sieht man, dass hier der rechte Bereich optisch nochmal deutlich besser ist von der Ausrichtung der Wirbelsäule. Nun ist es aber so, wenn ich kinesiologisch getestet habe, ob der Körper die rechte Seite mag, war die Antwort nein. So, das heißt also nochmal, rechnerische Werte aus einem Computer, wie etwas sein, zu sein hat, wie symmetrisch ein Körper zu sein hat, ja, ist immer schön, aber jeder Körper ist anders, hat Verletzungen aus der Vergangenheit und er muss es nicht akzeptieren. Hier haben wir 4 Wochen später herausgefunden, was das Problem war. Und zwar haben wir das vorher halt einfach nicht getestet mit meiner Frau. Diese Wirbel hier unten waren nämlich alle blockiert. Habe ich die Blockierung rausgenommen, hat die kinesiologische Testung wieder gepasst. Der Körper hat also gesagt, nee, Uli, diese 3 mm will ich nicht haben. Ich will, dass du mir die Wirbel da unten wieder frei machst. Und als ich das gemacht habe, passt. Ich habe natürlich jetzt danach nicht noch einmal diese Aufnahmen hier machen können. Die sind ja sündhaft teuer. Aber ich gehe davon aus, dass die Wirbelsäule jetzt, wo die Wirbel passen, so sind wie auf der rechten Seite, ohne Einlage. Ja? Das heißt, auch bei Einlagen muss man aufpassen, weil wenn irgendwo Blockierungen da sind und du verpasst dir Einlagen, dann zementierst du diese Blockierungen. Ja? Und Ziel ist es ja für eine Behandlung, die Sachen zu lösen und optimal einzustellen. Gut. Ja, hier nochmal auch ein kleiner Ausflug. Ich habe mir orthopädische Schuhanlagen machen lassen, weil ich früher mal auch Langstreckenläufe gemacht habe und ich gesagt habe, okay, das möchte ich. Also orthopädische Schuhanlagen sind auch mit Vorsicht zu genießen. Die Werte hier, ich werde jetzt nicht darauf eingehen, sind schlechter. Hm? Also orthopädische Einlagen sind nicht unbedingt immer von Vorteil. Und es gibt auch Orthopäden, die Einlagen kinesiologisch testen. Also auch da vielleicht, wenn ihr Langstreckenläufer seid, gut, dann seid ihr wahrscheinlich nicht auf dem Kanal, weil hier auf dem Kanal gibt es nur Wracks. Genau. Was ich hier noch zeigen wollte, ist, da werde ich jetzt nicht so stark drauf eingehen, hier kann man über diese 3D-Wirbelsäulen scannen, die Wirbelsäule auch in Bewegung sehen. Also das hier sind Aufnahmen, ich bin dann auf dem Laufband gegangen, 20 Sekunden und der Körper und der Computer ermittelt dann die Bewegung der einzelnen Wirbel. Das sieht man dann hier und hier unten gibt es also jetzt hier ein Problem, der Wirbel bewegt sich nur in eine Richtung, ja.
Natürlich wahrscheinlich, weil er blockiert war. Aber hier hat man dann auch eben Probleme in der Hüfte festgestellt. Das heißt, man kann hier auch wirklich die Bewegung der Wirbel simulieren. Genau. Gut, also Fazit. Es ist natürlich spannend zu sehen, wenn man die eigene Wirbelsäule so in 3D sieht. Das ist natürlich klasse, wenn man das sieht. Und das ist sehr anschaulich. Aber man muss vorsichtig sein, eine reine Optimierung aufgrund von rechnerischen Werten, wie eine Wirbelsäule auszusehen hat, bedeutet nicht unbedingt, dass das besser ist für den Körper. Und eins ist auch klar, für Halswirbelpatienten fehlt der wichtigste Teil bei dieser Messung, nämlich die Halswirbelsäule. Also die Geräte schaffen die Messung eben nur ab dem 7. Wirbel und bei uns spielt die Musik eben oben. Und deswegen ist mein Fazit, ja, super Gadget, aber für eine Austestung der Bisslage mit, also eine Austestung der Bisslage mit Applied Kinesiologie gibt meiner Meinung nach ein besseres Feedback zur Passform der Schiene, auch wenn der Beweis der Bildgebung natürlich optisch schöner ist. Ja, aber ich würde die Kinesiologie hier bevorzugen. Und der Arzt hat mir auch gesagt, dass er eigentlich mit einer Schirrentherapie keine bessere Ausrichtung der Wirbelsäule keine bessere Ausrichtung der Wirbelsäule hinbekommt, wie ich sie mit dieser Schiene eben schon hatte. Also der 3D-Test hat also keine weiteren Informationen gebracht. Ja. Gut, also für mich war es wichtig, euch zu zeigen, wie innerhalb von Millisekunden sich die Wirbelsäule ändert, wenn sich der Biss ändert. Gut, also welche Möglichkeiten zur Korrektur gibt es jetzt? Also wir sehen jetzt hier, das ist jetzt meine Schiene. Ja, habe ich mal fotografiert. Die ist jetzt auch im Mund. Ja. Vorteil natürlich, schnell und fast beliebig veränderbar. Sehr langlebig, das hält auch wirklich jahrelang. Ist die kostengünstigste Lösung. Also kostengünstig muss ich jetzt wirklich sagen, in Anführungszeichen, weil wir reden hier auch schon über, ja, wenn man die ganze Behandlung sieht, über Tausende von Euro. Nachteil natürlich Optik. Ich habe hier mal ein bisschen meine Zähne fotografiert. Stören beim Sprechen. Also ich habe mich schon daran gewöhnt, ja, deutlicher zu sprechen, aber es irritiert. Ja, ich habe sie jetzt auch drin. Die Zunge ist nicht frei. Die ist nach unten eingeschränkt. Und ein Problem, was ich habe, ja, also ich habe das so aufgeschrieben, auf Dauer kommt man sich vor wie ein Pferd mit Zaumzeug, wenn man ständig was im Mund hat. Und aber es macht auf jeden Fall wenig Sinn, die Schiene nur nachts zu tragen, weil auch am Tag, insbesondere wenn man steht oder sitzt, das ist ja das Gleiche, brauche ich eigentlich die optimale Form der Wirbelsäule. Und die habe ich nur, wenn die Schiene im Mund ist. Ja. Das hier ist keine Aufbissschiene, Leute. Das ist eine CMD-Schiene, gell? Aufbissschiene schützt nur die Zähne. Die hier ist auf Mikrometer, also auf tausendstel Millimeter genau angepasst für den optimalen Biss. Deswegen eine ganz andere Preislage. So, das ist eine Möglichkeit, die einfach optisch schön ist. Sogenannte Tabletops hatte ich auch mal probiert, weil ich dieses Fremdkörpergefühl im Mund eben nicht mehr ausgehalten habe. Allerdings war das beim ersten Arzt, wo es ja überhaupt keine Verbesserung gab. Aber damals war ich eben noch wirklich sehr unerfahren. Ich habe also hier diese Tabletops drauf, gell? Also ich sehe sie nicht, ihr seht sie auch nicht. Es geht praktisch an dem Zahn, der ist komplett mit Tabletops. Und hier unten ist der Rand vielleicht ganz leicht zu erkennen, aber optisch sehr schön. Ja, man kann super sprechen damit. Ja, Nachteil ist natürlich, ich kann die nicht mehr anschleifen. Ja. Ich kann die nicht mehr verändern. Der Biss muss fest sein. Und Problem, was sich bei mir ergeben hat, nach 3 Monaten habe ich damit angefangen zu spielen. Ich habe die immer mit der Zunge rein, raus und habe die Kollegen auch komplett verrückt gemacht. Ich sage es rein optisch schön. Auf Dauer bleiben die auch nicht so fest an den Zähnen. Und beim Essen muss man sie trotzdem rausnehmen. Also wenn jemand ein Optik-Fan ist und sagt, er hat jetzt schon ein Jahr keine Veränderung vom Biss und kann sich eine Zahnerhöhung nicht leisten, ist das vielleicht so ein guter Zwischenschritt. Ja, bei mir wäre es jetzt fällig gewesen. Jetzt im Juli 2022 hätte ich Termin gehabt zur Zahnerhöhung. Bei mir hätten
13 Zähne erhöht werden müssen. Ich habe ein Sparangebot bekommen hier von 17.000 Euro und ich hätte das auch machen lassen, weil ich einfach, bei mir müssen so viele Zähne erhöht werden, weil da ist so viel Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer, ich kann gar nicht richtig essen. Also das sieht man auch, wenn man bei mir eine Analyse des Stuhlgangs macht, dass ich praktisch wie die alten Personen das Essen nicht mehr richtig kaue und dadurch einfach Speisereste unverdaut in den Enddarm gelangen und dort zu Gärungsprozessen führen und ja natürlich dann das Darmmilieu ändern mit entsprechenden Pilzen und Parasiten. Wie gesagt, dieses Pferdegefühl auf Dauer wollte ich nicht haben. Meine Frau hat mich jetzt nochmal gebeten, das final testen zu lassen, weil es ein großer Schritt ist und ich bin ja nicht schmerzfrei im Nacken und ich bin nicht stabil im Nacken. Und eigentlich hat man immer gesagt, ich mache das, wenn alles passt, aber ja, die Frage ist, passiert das, wann passiert das? Und jetzt hat sie mich eben nochmal gebeten, zu einer ihrer Ausbilderinnen zu gehen und die hat Folgendes festgestellt. Ja, und zwar. Ja. Das sind die Mandelnarben oder ja, auch noch Überbleibseln von den Mandeln und das ist rot, entzündet. Und zwar chronisch und zwar seit Jahren. Ich war deswegen, weil ich das schon vermutet habe, dass das irgendwo einen Einfluss haben könnte, auch bei zwei HNO-Ärzten, die alle gesagt haben, das ist normal. Aber wir haben kinesiologisch getestet, dass das die Ursache ist, dass bei mir das Lymphsystem auf der linken Körperhälfte fast gänzlich ausgefallen ist. Und wenn ich den Mund aufmache bei dieser Beinlängentestung hier, was ich euch vorhin im Video gezeigt habe, dann dehne ich genau diesen Bereich hier. Ja? Und das führt zu einer Verlängerung des linken Beins. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich verschiebe die Zahnerhöhung, weil wenn ich das jetzt hier wirklich erfolgreich behandle, könnte das sein, theoretisch, dass das zu einer Veränderung der Beinlänge führt. Ja. Und dann hätte ich die Zähne für 17.000 Euro erhöht und auch da ist es extrem schwer, die dann entsprechend im Kiefer wieder entsprechend einzuschleifen. Und dann weißt du auch nicht, verändert sich es nochmal. Ja? Deswegen habe ich das verschoben. Ja? Und also das ist chronisch entzündet, ja? Verursacht eine Beinlängendifferenz. Jetzt sagt ihr, ja, völlig verrückt. Ja? Wie kann das sein? Naja, ich kann euch das zeigen. Ich blende jetzt mal kurz ein Röntgenbild drüber. Was ist denn da dahinter? Ja, genau, der Atlas und der Axis. Ja. Also direkt dahinter ist die Problemzone bei mir. Ja. Und wenn hier Entzündungen sind, ja, dann ist das Gewebe nach hinten natürlich auch entzündet und da hinten sind die Bänder, die bei mir irgendwie gerade so sich degeneriert haben und wie brei sind. Und ich kann mich erinnern, ein Osteopath hat mir mal gesagt, also er weiß es auch nicht, aber er hat das Gefühl, dass chronische Nasennebenhöhlenentzündung die Bänder vom Atlas und Axis über die Jahre zu brei werden lässt. Ja? Also jetzt hatte ich auch Nasennebenhöhlenprobleme, aber das Problem ist noch viel, viel näher an der Problemzone wie jetzt eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und ich muss es euch erzählen, auch wenn es kaum glaubbar ist, also meine Frau spritzt jetzt das hier mit Neuraltherapie an. Ja? Und wir müssen immer so viel Medikament reinspritzen, bis der Test der Beinlänge eine gleich lange Beinlänge zeigt. Also in dem Moment, wo ich das reingespritzt habe, es ist ungefähr so pro Seite im Moment 1 Milliliter, sind meine Beine gleich lang, wenn ich den Test bei geöffnetem Mund mache, die Beinlänge zu prüfen. Also ich finde es absolut fantastisch und kaum glaubbar. Du spritzt das Medikament rein, machst den Mund auf und die Beinlänge ist gleich. Natürlich ist die Entzündung noch da und am nächsten Tag ist der Effekt weg. Aber wir haben eben festgestellt, dass nach 5 Injektionen das immer noch so rot ist. Und jetzt bekomme ich auch echt ziemlich, ziemlich heftig. Ich bekomme homöopathisch aufgearbeitetes Gewebe von den Mandeln injiziert, ja, weil diese Stellen so lang entzündet sind, dass die
dass die Zellen die Information verloren haben, wie sie eigentlich gesund aussehen. So, jetzt versuchen wir praktisch diese Information über homöopathisches, aufgearbeitetes Gewebe wieder reinzukriegen. Und ich merke jetzt auch schon einen Fortschritt, insbesondere hier auf der linken Seite, die war nicht ganz so stark betroffen, dass hier Heilungsprozesse stattfinden. Ja. Also ich finde es wirklich atemberaubend. Ja. Genau. Okay, also dann, ich denke eins nochmal ganz wichtig als Zusammenfassung, wenn ihr einen CND-Spezialisten sucht, müsst ihr vorher ganz gezielt Fragen stellen. Ja? Ihr braucht ein eingespieltes Team aus einem Osteopathen, Orthopäden, Spezialisten auf Applied Kinesiologie, der euch praktisch erstmal komplett richtet von der Wirbelsäule und dann räumlich am gleichen Ort, ohne dass ihr ins Auto steigen müsst, einen Zahnarzt. Und es gibt schon auch Teams, wo der Osteopath zum Zahnarzt kommt, auf den Behandlungstisch und erst die Einstellung vornimmt und dann der Zahnarzt den Biss nimmt. Ja, das gibt's. Man muss es erfragen. Ja. Also nochmal die Vorgehensweise, weil es so wichtig ist. Erstmal Einstellung der Wirbelsäule inklusive der Kopfgelenke. Ja, das können leider nicht alle Osteopathen fühlen und aller Wirbel. Dann Entspannung der Nackenmuskulatur, wenn möglich, was weiß ich, Reizstrom, Akupunktur, Injektionen, ja, das ist nice to have. Aber danach Prüfung der Beinlänge, Ausgleich der Beinlänge durch Unterlagen von Plättchen im Biss und Prüfung der Beinlänge mit Applied Kinesiologie. Und das am besten im Liegen und im Stehen, weil hier meiner Meinung nach Unterschiede entstehen können. Dort, wo ich bin, machen sie es nur im Liegen. Ich verstehe es nicht, warum es nur im Liegen ist. Es kann auch Unterschiede zum Stehen geben, weil hier einfach das Körpergewicht anders wirkt. Ja. Aber okay, auch die können sich noch verbessern. Genau, und dann Kommunikation zwischen Orthopäde, Osteopathen und die Bissnahme. Ja. Okay, also. Das war mir ganz wichtig. Stellt wirklich Fragen, weil ihr investiert da wirklich viel Geld und ihr habt nicht so viele Versuche, ihr habt alle chronische Leiden, ihr habt extreme neurologische Probleme und wir haben jetzt leider nicht die Zeit, irgendwie jahrelang noch einen passenden CMD-Experten zu suchen. Okay, also das Resümee jetzt für die Präsentation in Summe. Eine CMD wirkt sofort direkt auf die Stellung von Atlas und Axis und somit auf den gesamten Körper. Ich glaube und ich hoffe, ich habe das jetzt hier mal eindrucksvoll bewiesen, wie heftig der Zusammenhang ist zwischen Kiefer und dem Rest vom Körper. Sollte eine Instabilität der Halswirbelsäule vorliegen, verschlechtert eine CMD diese zusätzlich. Ich muss eine CMD auch behandeln. Eine jahrelange CMD führt auch zu einer Schwächung der Bänder im Kopfgelenkbereich und somit zu einer Instabilität der Halswirbelsäule. Jahrelange CMD führt zu einer Veränderung der Zähne. Ich kann das Problem jetzt also nicht mehr nur lösen, indem dass ich irgendwie die Stelle am Fuß behandle oder die Hüfte gerade stelle, weil die wird nicht gerade bleiben, weil die Zähne sich verschoben haben. Ich muss in einer Schienentherapie auch den Kiefer ausrichten, sodass ich nachhaltig eine Veränderung der Hüfte halten kann. Nicht nur der Hüfte, sondern auch zum Beispiel, wenn ich es wirklich schaffe, mit Prolongationstherapie die Halswirbelsäule zu stabilisieren, dann müssen die Zähne passen, weil ansonsten mache ich mir die frischen Bänder wieder kaputt. Einen richtigen CND-Therapeuten zu finden, bedarf sorgfältiger Prüfung von Qualitätskriterien. Also nimmt die Checkliste her, prüft es. Es macht sonst keinen Sinn. Ihr vergebt viel Geld und glaubt, es ist nicht der Biss, aber es ist einfach falsch gemacht. Eine CND-Schiene kann nicht die alleinige Therapie sein. Ich habe jahrelang geglaubt, jetzt Therapie 1, Therapie 2, es ist der Biss, es ist der Biss, es ist der Biss. Ja, ich habe eben festgestellt, nein, es ist eben nicht nur der Biss, es ist die Halswirbelsäule auch betroffen. Und man muss die als ergänzende Therapie einsetzen.
ich habe jetzt hier geschrieben, Prolotherapie, wenn eben eine Instabilität der Halswirbelsäule vorliegt, wenn ihr schon im Upright-MRT wart, wenn man sieht, dass die Bänder irgendwo Probleme haben, würde ich eine CMD-Anpassung vor einer Prolongationstherapie machen, weil ich natürlich möchte, dass die Wirbel möglichst genau ausgerichtet sind und ich sie dann stärke. Ja? Dass die Struktur so gestärkt ist, wie sie sein soll. Und sensomotorische Körpertherapie nach Dr. Pohl, ich habe auch hier gesagt, also zu beiden Themen Prolotherapie und sensomotorische Körpertherapie werde ich ein Video machen. Ich habe von dem Arzt jetzt für September eine Zusage, der Prolotherapie macht. Und wie gesagt, für sensomotorische Körpertherapie habe ich auch von der Therapeutin die Zusage, dass sie ein Video macht. Da geht es insbesondere um die Öffnung der brutal verklebten Faszien am ganzen Körper nach einer jahrelangen Schiefhaltung. Also man kann sich nicht vorstellen, wie der Körper verklebt. Ist ein Phänomen, ja. Obwohl ich sehr viel Sport gemacht habe, die Jahre. Ich habe sehr viel Sport gemacht und ich bin komplett hart, ja, und sauer gewesen. Also Säure-Basenhaushalt komplett sauer. Und zwar im Blut, im Gewebe und in den Zellen bin ich immer noch sauer. Da arbeiten wir immer noch dran. Ja. Okay. So. Jetzt müsstet ihr mich wieder sehen. Und ja, das war es eigentlich, was ich jetzt hier sagen wollte zum Thema CMD. Ja, wie gesagt, das ist ein Thema, wo ich, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung mit euch teilen kann. Ich hoffe, es ist für euch hilfreich gewesen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt durchgehalten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gesprochen habe. Eine Stunde elf ist jetzt die Aufzeichnung. Also es war jetzt lang. Aber mir war es echt, echt wichtig, dass ihr den Zusammenhang versteht zwischen Kiefer, Halswirbelsäule und dem Rest vom Körper. Und der Kiefer, der muss getestet sein, wenn ihr da Probleme habt. Ja. Genau. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal einen guten Urlaub jetzt im Sommer. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Und kann nochmal ermutigen, bitte lasst mal einen Daumen hoch da und kommentiert auch eure Erfahrungen. Macht den Test, macht das Foto von vorne, macht die kinesiologische Testung mit eurem Partner und schreibt mir die Erfahrungen hier in den Chat rein, damit wir sehen, ja, bringt es was hier, ja? Bringen die Videos was und können wir damit was anfangen. Ja? Alles klar. Also dann, werdet wieder gesund oder bleibt gesund und wir hören uns wieder, sehen uns wieder. Tschüss.